Hallo, wir machen heute eine Wildschweinkeule gegart im Ananassud. Da meine Keule für meinen Bräter zu groß ist oder auch der Bräter zu klein für die Keule, muss ich die erstmal so ein bisschen schick machen. Heißt, ich werde hier unten diesen Unterschenkel im Kniebereich trennen. Dann gucken wir mal, wo bewegt er sich. Hier ist das Gelenk. Hier ist erstmal die dicke Sehne entfernen. Dann einfach seitlich am Gelenk lang schneiden. Hat man das jetzt relativ sauber getrennt. Ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie mit einem Beil oder mit einer Säge hier zu arbeiten, weil es gibt Knochensplitter, wo man sich arg dran verletzen kann. Jetzt werden wir es anbraten mit einem Schuss Öl. Ruhig auch das Füßchen mit rein, wenn es noch irgendwo Platz findet. Hier ist noch eine Borste dran. Und jetzt lasse ich das bei milder Hitze anbraten. In der Zeit, wo jetzt das Fleisch anbrät, ihr hört es im Hintergrund, schneide ich jetzt schon mein Wurzelgemüse. Ich verwende da jetzt nur relativ helles Gemüse. Also ich werde keine rote Beete oder so verwenden, weil ich eine Soße haben will nachher, die relativ hell ist. Hier in diesem Fall ist es jetzt Petersilienwurzel. Ich schäle das Gemüse nicht, sondern wasche es nur ab. Tori. Staudensellerie. So, jetzt wenden wir das Stück Fleisch. So eine Gabel ist mehr oder weniger ungeeignet. Ich habe leider jetzt im Moment nichts anderes. Beziehungsweise meine Pinzette ist für diese Menge einfach klein. Das ist jetzt hier vom Anbraten her schon das Äußerste. Das ist schon fast ein bisschen viel, weil wir wollen ja eine helle Soße haben oder eine möglichst helle Soße. Also ruhig ein bisschen schwächer anbraten. Und auch Mohrrüben. Wer sich jetzt fragt, warum ich die Mohrrüben geschält habe, die habe ich dummerweise ein bisschen lange in der Packung liegen lassen, sodass die außen ja, so eine leichte Stockflecken haben. Deswegen habe ich die geschält. Ansonsten hätte ich da auch ungeschält genommen. Dann kommt noch Sellerie dazu. Natürlich auch ungeschält. Einfach nur abgewaschen. Zumindest kann man es machen, beim oberen Teil, beim unteren, wo die Wurzeln dran sind, würde ich es nicht unbedingt machen, weil da ist die Gefahr, dass man da noch ordentlich Sand mit reinnimmt, einfach zu groß. Und eine große Zwiebel. Wer jetzt öfters von mir schon Videos gesehen hat, hat ihn gesehen, dass ich oft Zwiebeln ungeschält verwende. In diesem Fall habe ich die geschält, weil auch die Zwiebelschale Farbstoffe abgibt und wir wollen eine helle Soße haben. Das war jetzt hier eine relativ große Zwiebel. Keine Gemüsezwiebel. Die Gemüsezwiebel gibt nicht so einen guten Geschmack
So, wenn es von der anderen Seite angebraten ist, kommt es raus. Denkt dran, stecht nach Möglichkeit, wenn ihr so eine Gabel verwendet, an eine Seite rein. Vorsichtig nur an eine Seite und nicht mitten in den Braten, sonst verliert der noch mehr Saft. So, beim Füßchen spielt es keine Rolle, weil es wird nachher sowieso gepult. Jetzt geben wir in dieses unser Gemüse und rösten auch dieses leicht. Auch nur leicht rösten, nicht zu dunkel. Jetzt ruhig schon die Gewürze mit rein, in dem Fall ist hier ein Wacholderblatt, Piment und Wacholderbeeren. Die können ruhig leicht mit angeröstet werden. Ich verwende hier mit Absicht relativ wenig Gewürze, weil ich will nachher diesen feinen Ananasgeschmack nicht unbedingt mit Wacholderbeeren überlagern. So, es ist jetzt hier nur ganz leicht geröstet. Wie gesagt, umso dünkler ihr es röstet, umso mehr Geschmack gibt es. Aber leider wird auch die Soße dann relativ dunkel. Jetzt geben wir unsere Keule da rein. Das Füßchen. Und gießen das Ganze je nach Größe eures Gerätes und auch der Keule mit Ananassaft auf. Hier werde ich jetzt gute 3 Liter reinkippen. Auch schon jetzt salzen. Ich habe es jetzt auf Fleisch gemacht, weil ich werde es eben gleich damit sowieso wieder abspülen mit dem Ananassaft. Achtet darauf, dass ihr Ananassaft nehmt, nicht irgendwie Fruchtsaftgetränk oder Nektar oder so, weil da ist dann über die Hälfte an Wasser und Zucker drin. Das ist hier jetzt ein relativ günstiger Saft, obwohl es ein Direktsaft ist. Jetzt schmoren wir die Keule je nach Größe. Also die hat jetzt hier 3,5 Kilo gehabt. Die werde ich also bestimmt 5 bis 6 Stunden schmoren lassen. Bei milder Hitze, also wenn ab und zu mal so eine Blase hochkommt, wie hier oder wie da, ist es vollkommen ausreichend. Ihr müsst natürlich nur darauf achten, zu Anfang braucht ihr ein bisschen mehr Hitze, weil die Keule ja kalt ist, aber circa nach einer Stunde könnt ihr es zurückdrehen. Es reicht, wenn ab und zu mal so eine Blase hochkommt, wenn es also leicht vor sich hin simmert. Natürlich werden wir jetzt auch die Wildschweinkeule oder den Topf schließen. Wie gesagt, alle halbe Stunde mal reingucken, dass es nicht zu doll kocht. So, circa jetzt nach 3 Stunden. Ihr seht, ihr simmert leicht vor sich hin. Heißt, hier kommen ab und zu mal ein paar Blasen hoch. Reicht vollkommen aus. Jetzt werden wir Folgendes machen. Jetzt werden wir ihn mal umdrehen. Und jetzt einfach die nächsten 3 Stunden so weiter simmern lassen. Simmern heißt ab und zu mal hier, da eine Blase hoch. Die wird so gerade mal knappe 100 Grad haben. Ich schätze mal eher so 95 am Rand und hier in der Mitte dann oder unten 100 Grad. Meine Wildschweinkeule hat jetzt bei milder Hitze gute 6 Stunden hier in dem Ananassud verbracht. Die ist jetzt super weich und hoffentlich auch noch saftig. Die nehme ich jetzt raus.
packe sie jetzt in den Ofen zum Warmhalten. Da sollten also 50 Grad Dicke reichen. Natürlich keine Umluft, sondern nur Oberhitze, Unterhitze. Und jetzt werden wir uns mal um die Soße kümmern. Vom Herd. Und werde den jetzt passieren. Das heißt, ich werde jetzt die restlichen Gemüsestücke, die noch hier drin sind, rausnehmen, indem ich alles jetzt durch ein Sieb gebe. So, das ausgelutschte Gemüse werde ich noch nicht wegwerfen, weil ich eventuell nachher zum Andicken noch was verwenden werde. Da werde ich es dann durchs Sieb drücken. Aber das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie dick ich meine Soße haben will. Ansonsten kann es auf den Kompost oder eben halt in Müll. So, jetzt kommt alles wieder zurück in den Topf. Und zurück auf den Herd. Jetzt lassen wir dieses bei milder Hitze einreduzieren. Einreduzieren heißt auf die Hälfte mehr oder weniger reduzieren lassen. Also durch Kochen verdampfen. Wer möchte, kann natürlich jetzt auch noch oben gleich so ein bisschen das Fett abschöpfen. Aber bedenkt immer, Fett ist ein Geschmacksträger. Weil da sollte man es nicht unbedingt übertreiben. So, dann werde ich euch nochmal einen kleinen Trick verraten, für Leute, die natürlich jetzt jeden Tag kochen, wie man mehr oder weniger das Fett jetzt noch besser rauskriegt, ohne da zu viel Soße zu verschwenden. Ihr seht jetzt das Gefäß, wo ich das Fett mit der Soße abgeschöpft habe. Oben ungefähr daumenbreit sieht man jetzt diese Fettschicht. Jetzt gebe ich einfach, diese steht in einer kleinen Schale drin, jetzt gebe ich einfach so lange Soße zu oder von dem Sud zu, bis das Fett überläuft. Ihr seht, jetzt kommt nur noch das Fett raus, die Soße bleibt unten. Seht ihr? Immer noch ganz klein bisschen Fett oben drauf. Dann werden wir jetzt eben noch ein ganz klein bisschen Soße draufgeben. So, jetzt ist mehr oder weniger sämtliches Fett, zumindest das, was oben schwamm, aus der Soße raus, und das geben wir jetzt einfach wieder zurück in unseren Sud und den Rest jetzt wieder zurückkippen. So, und jetzt reduzieren durch Kochen. Das Fett, was wir eben übrigens abgeschöpft haben, würde ich persönlich nicht wegkippen, sondern eventuell nehmen, um an den Rotkohl dran zu machen, sofern man Rotkohl dazu macht, was ich heute jetzt nicht machen werde. So, jetzt einfach durch Köcheln lassen reduzieren. In der Zeit, wo jetzt meine Soße reduziert, kann ich schon mir Ananasstücke schneiden. Ich verwende natürlich eine frische Ananas. Da jetzt Büchsenananas zu verwenden, wäre ein absoluter Frevel. Schönes scharfes Messer.
Dann schneide ich mir als erstes aus der Mitte so 2-3 Scheiben raus, die ich nachher oben rauflegen werde. Dann werde ich auch den Strunk nicht entfernen, weil es da wirklich nur um die Optik geht. Und circa so viel Zucker große Stücken schneiden. Es kommt nachher in die Soße rein. Wenn das jetzt alles geschnitten ist, zur Soße stellen, aber noch nicht reingeben, weil die werden wir erst nachher kurz vor Ende in die Soße geben, weil wenn man die jetzt eine halbe Stunde mitkocht, dann werden die zerfallen. So, nachdem das jetzt circa die Hälfte reduziert ist, werde ich es ein bisschen andicken. Ich verwende jetzt hier Speisestärke, wo ich auch von der Soße jetzt hier genommen habe, anstatt Wasser zum Anrühren. Normalerweise verwende ich keine Speisestärke, um Soße anzudicken. Mag ich jetzt nicht, aber da ich jetzt hier eine möglichst klare, helle Soße haben will, werde ich eben diese Speisestärke verwenden. Natürlich kann man auch mit anderen Sachen eine Soße andicken. Guarkernmehl zum Beispiel oder Johannesbrotkernmehl. Ich nehme jetzt Speisestärke. So, das lasse ich jetzt ganz kurz noch durchkochen, dass die Stärkekörner vernünftig aufplatzen und der Geschmack rausgeht. All dieser Mehlgeschmack. Kann ruhig ein bisschen dicker jetzt sein, weil in dem Moment, wo wir jetzt die Ananas zugeben und diese noch circa so eine Viertelstunde mitköcheln lassen, wird die nochmal Saft abgeben. Dies ist jetzt einfach wirklich bei ganz milder Hitze nur so leicht durchziehen lassen, dass sie so ein bisschen weicher wird. Die soll nicht zerkochen. Normalerweise würde ich jetzt einen Deckel drauf machen, aber auf dem Deckel ist meine Keule drauf, die ich gerade aus dem Ofen genommen habe. So, wenn es jetzt ein bisschen gekocht hat noch, einfach die Keule wieder reinlegen. Bis zum Servierenden jetzt einfach warm stellen. Man kann es natürlich auch einen Tag vorher machen und dann am Tag des Essens einfach mal noch mal so eine Stunde in die Röhre schieben, damit es durchwärmt. Ich hatte jetzt noch vergessen, wer möchte, kann natürlich jetzt noch mal abschmecken. Ein bisschen mit Zitronensaft nochmal nachsäuern oder mit ein bisschen Süßstoff oder mit ein bisschen Zucker nochmal nachsüßen, dass es eben so einen leicht süß-säuerlichen Geschmack gibt, war bei mir jetzt hier nicht mehr erforderlich. Ich habe weder Salz noch rangemacht, noch Pfeffer oder so. Ich habe es so gelassen, wie es ist, hat also wunderbar geschmeckt. Hier nun meine fertig angerichtete Wildschweinkeule im Ananassud. Ich dachte mir, es ist mal was anderes, sowas mit Frucht zu machen, als immer wieder das gleiche, Wildschweinkeule, Rotkohl,
Kartoffeln und Knödel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und inspiriert euch auch mal dazu, sowas auszuprobieren. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll oder kochen soll, dann hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr fürs Zusehen.